Hallo, hier folgt jetzt mal ein Video von mir von 2012, die Theorie des Postfaktischen, weil wir der Zeit immer schon ein bisschen voraus sind. Hallo, heute möchte ich ein bisschen über Wissen und Wahrheit reden. Ja, was wissen wir eigentlich? Wissen und Wahrheit, das ist immer so eine schwierige Sache. Wir wissen, dass der Himmel blau ist. Zumindest die meiste Zeit. Zurzeit ist er gerade grau. Wir wissen, dass Kühe nicht lila sind. Aber wir wissen, dass es Kühe gibt. Und ja, von den grünen Männchen auf dem Mars wissen wir nur, dass sie eine Erfindung sind und dass es sie gar nicht gibt. Aber wie unterscheiden wir zum Beispiel lila Kühe von grünen Männchen? Woher wissen wir, dass es Kühe gibt, aber sie nicht lila sind? Und woher wissen wir, dass es die Männchen da oben nicht gibt und dass sie vielleicht anstatt grün einfach nur blau sind? Wie können wir Kühe von Männchen unterscheiden? Jetzt mal eine ganz verrückte These. Es hat vielleicht etwas mit Hollywood zu tun. Ich weiß nicht genau. Nein. Sagen wir so, es gibt ja Amerika. Oder gibt es Amerika nicht? Ich weiß nicht. Ich gehe davon aus, Amerika, ich war noch nie da, aber ich gehe davon aus, Amerika ist für mich eine lila Kuh. Ich habe ein Bild von Amerika im Kopf und ich weiß, das kann so gar nicht stimmen, weil ich war ja noch nie da. Ich habe es nicht überprüft. Wenn ich hingehe nach Amerika, wenn es Amerika dann wirklich gibt und es tatsächlich eine lila Kuh ist und kein grünes Männchen, dann gehe ich nach Amerika und kann erkennen, dass es nicht lila ist, sondern dass es schwarz-weiß gepunktet ist oder weiß-braun oder wie auch immer. Aber ich werde erkennen, es ist zwar da, aber es hat das Bild, was ich im Kopf habe von Amerika, was ja nur durch die Medien geprägt ist und durch Sachen, die Leute so erzählt haben, das ist nicht das, was die Wahrheit ist, was die Realität vor Ort ist. Und wenn ich tatsächlich mir irgendwann mal Amerika anschauen werden können täte, dann würde ich feststellen, Amerika ist keine lila Kuh, sondern eine braun, schwarz, weiß, gepunktete, wie auch immer. Oder ich komme irgendwann dahinter, dass es ein grünes Männchen ist und reine Fiktion. Aber davon gehe ich nicht aus. Aber was macht mich da so sicher? Das ist doch eigentlich verrückt. Ich war noch nie auf dem Mars. Ich weiß nicht, ob es auf dem Mars grüne Männchen gibt. Ich war noch nie in Amerika. Ich weiß nicht, wie es in Amerika aussieht. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es Amerika überhaupt gibt. Das könnte ja auch alles eine Erfindung von Hollywood sein. Wer sagt das denn? Wenn wir uns manche Filme aus Hollywood angucken, ich weiß genau genommen nicht einmal, wo Hollywood genau liegt. Alles, was ich weiß, ist, da wo Hollywood liegt, da war ich noch nie. Es soll Amerika sein, aber vielleicht reise ich eines Tages mal hin und dann ist es in Australien oder sonst wo. Wer weiß das schon so genau? Das ist dann halt die lila Farbe in unserem Fall. Stellt sich doch tatsächlich die Frage, was mich so sicher macht, dass es grüne Männchen nicht gibt, aber dass es Amerika gibt. Was kann mich da so sicher machen? Das ist doch eigentlich eine Frage, der man sich wirklich mal auseinandersetzen müsste, um irgendwie näher dahin zu kommen, wie die Wahrheit entsteht oder wie der Glaube an Wahrheit entsteht. Weil ich glaube, was wir uns auf keinen Fall machen müssen, ist, wir müssen uns keine Illusion machen. Wenn Amerika existiert, dann ist es für mich eine lila Kuh. Es wird nicht so aussehen, wie ich vermute, wie es aussieht oder wie mir beigebracht wurde, wie es aussieht. Selbst wenn mir jemand ein Foto von einer richtigen Kuh zeigt, dann weiß ich ja noch nicht, ob das, ne? Dann ist ja immer noch, ne? Da weiß ich, kriege ich so viele Informationen nicht. Und ja, ich glaube, dass ich weiß, dass es keine grünen Männchen gibt, das liegt nur daran, weil es darüber keine Reportagen im Fernsehen gibt. Vielleicht müsste man mal in Hollywood so ein Filmprojekt ausprobieren, einfach mal drauf losfilmen, ein paar Schauspieler engagieren und Hollywood spielen und Mars spielen und so ein paar Nachrichten einspeisen ins Fernsehen. Und heute bekommen Sie die Nachrichten, was gerade auf dem Mars los ist. Ja, ihre Regierung muss leider die Steuern erhöhen und sie zum Militär einziehen, weil wir demnächst gegen
den Mars in den Krieg ziehen müssen. Wir haben die Vermutung, dass die marsianische Regierung einen Krieg gegen uns plant. Kommt dann in den Nachrichten. Wer von uns könnte überprüfen, ob das stimmt oder nicht? Also die meisten Leute von uns müssen einfach vertrauen, dass das stimmt. Leute wie ich. Ich war noch nicht auf dem Mars und genauso wenig war ich in den USA. Ich kann doch gar nicht wissen, ob dieser Präsidentschaftswahlkampf da, vielleicht ist das alles nur Hollywood nach Drehbuch. Wissen wir das? Also wirklich wissen tun wir das nicht. Also ich zumindest nicht. Ich kann es nicht an. Es gibt eigentlich nichts, woran ich es festmachen kann. Und trotzdem bin ich mehr davon überzeugt, dass es Amerika gibt, als dass es auf dem Mars grüne Männchen gibt. Wie kann das sein? Ja, vielleicht noch ein Wort zu dem Wahlkampf. Da ging es natürlich um Obama.